Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video etwas fortgeschrittene Techniken mit Konstruktoren an, die man einsetzen kann, nachdem wir im letzten Video die Grundlagen behandelt haben. Und wir schauen dazu nochmal in die Lottozahlen-Generator-Klasse und erstellen nochmals einen Standardkonstruktor, den wir hier nutzen. Und was wir uns jetzt anschauen, ist die sogenannte Konstruktoraufrufverkettung. Das heißt, wenn dieser Konstruktor aufgerufen wird, möchte ich hier, dass auch dieser Konstruktor aufgerufen wird. Und wie macht man das? Man schreibt erstmal einen Doppelpunkt, gefolgt von einem this, und innerhalb dieses this kann man eben andere Konstruktoren aufrufen, außer natürlich den statischen. Und man macht es eben nicht mit dem Punkt, wie ich hier gerade fälschlicherweise geschrieben habe, sondern man macht dann einfach die Klammer auf, wie einen anderen Funktionsaufruf, und gibt hier jetzt eben den Konstruktor an, anhand des Parameters, den man aufrufen möchte. Und hier möchte ich eben eine Standardinstanz von random übergeben, die ich mir direkt hier neu initialisiere. Und dann gucken wir uns auch mal an, wie das dann genau abläuft. Wir setzen hier jeweils Breakpoints. Und wir schauen uns in dieser Klasse eben nochmal genau an, wie jetzt, in der Main-Funktion natürlich, wie dieser Standard-Konstruktoraufruf jetzt ausgeführt wird. Wir springen mal bis hier hin und führen jetzt diesen Konstruktoraufruf aus. Wir sehen eben, wir landen hier direkt, und mit diesem this-Aufruf landen wir jetzt direkt im anderen Konstruktor, gehen durch diesen Konstruktor durch. Das ist der Parameter, der hier eben jetzt unten ankommt. Wir weisen dem Feld zu und gehen wieder raus. Und dann erst wird der eigentliche Konstruktor, wie man sieht, hier durchlaufen. Und danach ist eben unser Objekt initialisiert. Und wir können es hier, wenn wir möchten, weiterverwenden. Ja, es ist einfach, diese Syntax ist eben einfach mit dem Doppelpunktoperator, und wir können hier eben mit dem Schlüsselwort this auf irgendeinen anderen, wir könnten ja noch mehr als diesen Konstruktor haben, hier aufrufen, indem wir einfach die entsprechenden Parameter übergeben. Die Besonderheit bei Konstruktoren ist ja, dass sie sich nur durch ihre Parameterliste unterscheiden. Der Bezeichner ist ja letztendlich vorgegeben. Ansonsten gilt natürlich auch hier für die Eindeutigkeit des Konstruktors, ist die Signatur zuständig. Ja, und dann kommen wir auch noch zum letzten Teil. Das sind sogenannte Objektinitialisierungssyntax für Konstruktoraufrufe. Und dazu hatten wir hier in der Klasse Person. Ich mache eine neue Klasse, glaube ich. Das ist dann ein besseres Beispiel. Wir nehmen mal diesen Code hier komplett weg. Und ich schreibe hier bloß eine Beispielklasse rein, die eben auch bloß wieder verdeutlichen soll, wie das Ganze funktioniert. Im richtigen Sinn hat diese eben nicht. Ich mache ja ein Public-Feld. Sollte man ja nie machen, aber ich möchte bloß verdeutlichen, dass es auch mit Feldern geht. Und dann mache ich eine automatisiert implementierte Eigenschaft, die ebenfalls public ist. Und jetzt möchte ich eben diese Klasse instanziieren und der Wert A und Wert B setzen. Wie würde man das naiv machen? Man stellt sich natürlich eine Variable, ruft new auf, damit der Konstruktor läuft, und im Anschluss kann man eben Wert A mit meinetwegen Hallo belegen und Objekt
Entschuldigung, Wert B, eben mit 42 beispielsweise. Und es gibt auch eine andere Möglichkeit, genau dasselbe, was man hier jetzt gesehen hat, zu tun. Das machen wir jetzt mit Objekt 2. Wir rufen den Konstruktor auf, nehmen dann dieses Semikolon wieder weg und erstellen uns zwei geschweifte Klammern nach diesem Konstruktoraufruf. Und innerhalb dieser geschweiften Klammern kann man, ähnlich wie bei dem Array-Initialisierungssyntax, den wir uns ja schon in einem vorherigen Video angeschaut haben, eben jetzt Public-Felder und Public-Eigenschaften hier setzen. Das heißt, ich gebe hier beispielsweise Wert A an mit Hallo und das Ganze macht man dann eben Komma getrennt. Wert B ist dann eben 42 und das Ganze muss dann wieder mit dem Semikolon nach den geschweiften Klammern abgeschlossen werden. So schaut das Ganze dann aus. Und genau hier passiert genau das Gleiche wie in den oberen drei Zeilen. Letztendlich wird das in den identischen Code übersetzt. Ist ganz gut, weil wir mit diesem Objektinitialisierungssyntax nur eine Anweisung brauchen, um ein Objekt zu instanziieren und Werte für dieses zu belegen. Das ist eben ganz gut, wenn man beispielsweise in einer anderen Klasse Objekte inline in einer Anweisung initialisieren möchte, komplett, und auch hier eben über Eigenschaften dann Werte festlegt. Also das, was man hier sieht, ist natürlich großer Schwachsinn. Das hat mit Kapselung nichts zu tun. Ich würde niemals empfehlen, dass ein Feld public ist. Aber man kann eben mit diesem Objektinitialisierungssyntax auch Eigenschaften aufrufen und genau das macht man eben üblicherweise. Und dann kommen wir als letztes in diesem Video noch kurz zu den Schreibweisen für diesen Syntax. Nehmen wir nämlich den Standardkonstruktor aufrufen, also keine Parameter an diese Klasse übergeben, dann können wir diese Parameterlistenklammern, diese Runden, auch weglassen, wie man sieht. Ja. Hat mein Code-Initialisierungstool ja schon angedeutet, dass sie nicht notwendig sind, wenn wir diese Objekt-Initialisierungssyntax benutzen. Und was jetzt noch obskurer vielleicht ausschaut, wenn ich diese Syntax benutze und ich schreibe einfach nichts in diese Klammern rein, dann könnte man auch das Ganze so stehen lassen. Mein Code-Unterstützungstool gibt hier eben an, dass man diese leeren Initialisierer, ich zoome mal kurz hin, dass man die eben auch entfernen sollte, weil es nicht die übliche Möglichkeit ist, das zu schreiben. Allerdings sollten Sie sich dann nicht verirren lassen, wenn Sie das irgendwo mal im Source Code stehen. Das ist nicht die beste Codierweise, aber auch das ist ein valider Konstruktoraufruf, wie man hier sieht. Auch wenn innerhalb dieser geschweiften Klammern nichts passiert. Wenn ich diese hier wieder entferne, dann steht eben standardmäßig wieder hier die Parameterliste mit den runden Klammern da. Ja, ich sag wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns Konstruktorverkettungsaufrufe angeschaut und eben den Objektinitialisierungssyntax. Den Ersteres benutzt man manchmal. Man versucht ja eigentlich immer darauf hinzuwirken, dass in Klassen genau ein Konstruktor drinnen ist. Deswegen ist eben diese Konstruktorverkettung letztendlich nicht so oft im Einsatz, zumindest bei mir im Alltag. Aber diesen Objektinitialisierungssyntax, den wir uns hier angeschaut haben, den benutze ich persönlich sehr, sehr häufig, weil er einfach in einer Anweisung aussagt, was ich, wenn ich mein Objekt initialisieren will, was da alles an Werten gesetzt wird. Und ich finde, das trägt zur Lesbarkeit eben bei. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und da beschäftigen wir uns mit Destruktoren. Das ist genau das Gegenteil zu einem Konstruktor. Das ist eben die Funktion, die aufgerufen wird, wenn ein Objekt aus dem Speicher entfernt wird. Bis zum nächsten Mal.